Herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt. Was hat Bier mit Apotheke zu tun? Heute lernen Sie die pharmazeutische Seite des kühlen Blonden etwas näher kennen. Mein Name ist Sven Siebenand. Ich arbeite seit einigen Jahren in der Redaktion der Pharmazeutischen Zeitung, habe für dieses Biergespräch eine Expertin aus der Schweiz eingeladen, eine Kollegin, Dr. Sarah Ruppen, ist Apothekerin. Sie ist sozusagen pharmazeutische Bierexpertin, denn sie hat ihre Doktorarbeit zum Thema pharmazeutische Geschichte des Bieres verfasst. Herzlich willkommen und hallo, Frau Dr. Ruppen. Dankeschön. Ja, also heute ist es ja so, dass man sich Bier im Supermarkt oder am Kiosk nebenan besorgt, kauft. Früher war das auch in der Apotheke möglich. Bis wann war das eigentlich so, Frau Ruppen? Also es waren dann schon ein bisschen spezielle Biere, sogenannte Gesundheitsbiere, und die konnte man so bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Apotheken erwerben. Und gegen welche Krankheiten hat man diese Biere eingesetzt? Also diese Biere verwendete man vor allem als Stärkungsmittel. Aber vor allem noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es auch Biere, die wirklich in der Apotheke hergestellt wurden, also Extraktionen von Pflanzen eigentlich. Und die verwendete man auch zum Beispiel gegen Gelbsucht oder Fieber oder Epilepsie, Skorbut und viele andere Erkrankungen. Interessant. Ja, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich ein bisschen mit Bier eingedeckt und unter anderem auch dieses alkoholfreie Bier besorgt. In Ihrer Doktorarbeit ist etwas zu lesen über Biere gegen Trunksucht. Waren das auch alkoholfreie Biere? Nein, dahinter steckt eigentlich die Idee zu dieser Zeit, war vor allem die Sucht nach Branntwein sehr problematisch. Also viele Leute, auch aus der Arbeiterschicht, waren abhängig von Branntwein. Und einige Ärzte erhofften sich dann, dass man sozusagen den Branntwein durch Bier ersetzen kann. Sie hatten das Gefühl, das sei dann weniger schädlich und man könne trotzdem die Lust der Menschen nach Alkohol mit dem stillen. Aber heute wissen wir, dass Bier, also Leute, die abhängig sind nach Bier, das ist auch nicht unbedingt weniger problematisch. Also mehr oder weniger den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Genau. Ja, Apotheker haben nicht nur Biere verkauft, sie haben diese auch untersucht, analysiert, auch am Brauverfahren gearbeitet. Das ist auch bei Ihnen nachzulesen. Welche Inhaltsstoffe wären denn möglicherweise im Bier zu finden gewesen, die da nicht wirklich hineingehören? Also man verdächtigte die Brauer, dass sie Substanzen verwendeten, wie Salicylsäure zum Beispiel. Das wurde eine Weile lang auch offiziell gemacht, um das Bier zu konservieren, aber trotzdem musste man es natürlich deklarieren. Oder auch zum Beispiel Arsen, also wirklich giftige Substanzen, oder Pikrinsäure, künstliche Farbstoffe, Bitterklee, so Bitterstoffdrogen, Wermut, so verschiedene Sachen, ja. Ja, auch sehr interessant, da haben Apotheker ja wirklich auch eine wichtige Aufgabe übernommen. Hier habe ich ein typisches Standgefäß aus der Apotheke, in dem auch Rizinusöl abgefüllt sein könnte. Und zum Thema Rizinusöl gibt es auch einen ganz interessanten Fun-Fact im Zusammenhang mit Bier. Welcher ist denn das? Genau, und zwar wurde in der Zeitschrift Pharmazeutische Zentralhalle vorgeschlagen, dass man das Bier besser einnehmen könne, wenn man es in Bier einrührt. Ja, spannend. Kann man das heute noch irgendwo für verwenden? Ja, also meine Kollegin hat es probiert mit Omega-3-Fettsäuren flüssigen. Ihr wurde immer übel davon und dann habe ich ihr gesagt, sie soll es doch mal probieren und sie hat gesagt, es hätte funktioniert. Ja, ja, lustig, sehr gut. Dann habe ich noch dieses Bier erstanden mit einem Tequila-Aroma und das führt mich dann gleich zur nächsten Frage. Es gibt ja diese Agaven-Spirituosen, in denen eine Schmetterlingsraupe eingelegt ist mitunter, kein Wurm, eine Raupe. Beim Bier gibt es hier eine Parallele und zwar spielten da mal Blutegel eine Rolle, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Wie war das denn genau? Genau, und zwar konnte man anscheinend früher, also zum Teil kann man es heute, glaube ich, noch Blutegel in Apotheken kaufen. Früher haben sie die dann mehrmals verwendet und manchmal hatten die dann nicht mehr so Lust, Blut zu trinken. Und Hermann Hager hat in seinem bekannten Handbuch, das sicher auch heute noch eben ein Begriff ist,
empfohlen, dass man die dann mit Bier übergießen soll, um sie wieder sauglustig zu machen. Ja, auch eine sehr interessante Neuigkeit, denke ich, für viele Apotheker. Viel mehr nachzulesen über die pharmazeutische Geschichte des Bieres ist in Ihrer Publikation, die eben auch als Buch entschieden ist. Brauer und Apotheker, eine seltsame Personalunion heißt dieses Buch. Wir haben auch ein Interview geführt in der Pharmazeutischen Zeitung auf der Website. Da kann man auch noch einige Fun Facts und viele interessante Infos zur pharmazeutischen Geschichte des Bieres nachlesen. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Ruppen, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und ja, bei diesem Thema ganz klar bietet sich an, einmal virtuell anzustoßen. Ich nehme mal dieses Bier und Sie haben ja auch eins. Ich sage einmal plopp. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Vielen Dank und alles Gute. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Jo, tschüss. Ciao.